Herzlich willkommen zu unserem heutigen Digitalk. Der Digitalk ist ja unser Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf auf Erwachsenenbildung.at. Ich bin Karin Kulmer von Conedo. Ich bin heute für die Moderation zuständig und ich freue mich auch, den David Rötler begrüßen zu dürfen, der heute uns einen Einblick geben wird in sein Studio, verschiedene Settings wirklich live demonstrieren wird. Außer David Rötler ist heute auch noch meine Kollegin Beatrice Kogler als Support dabei. Wenn Sie technische Fragen haben, irgendetwas nicht funktioniert, dann schreiben Sie ihr gern direkt in den Chat und sie wird immer zwischendurch auch Links posten zu interessanten Quellen. DigiProf und die Digitalks im Rahmen von Erwachsenenbildung.at sind vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert und dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Dann noch ein paar organisatorische Dinge. Bitte beachten Sie, dass der Digitalk aufgezeichnet wird, dass er auch veröffentlicht wird und dass Sie durch Ihre Teilnahme dem auch zustimmen. Die Aufzeichnung läuft ja auch schon. Und der Chat und die Teilnahmeliste werden natürlich nicht mitveröffentlicht und auch die Umfragen sind anonym. Wer eine Teilnahmebestätigung braucht für diesen Digitalk, muss bitte mit dem echten Namen bis zum Ende dabei sein und uns dann einen Mini-Fragebogen ausfüllen, also wirklich nur Name und E-Mail-Adresse. Und wir schicken Ihnen die Bestätigung dann Anfang nächster Woche zu. Die Kameras können heute eingeschaltet bleiben. Soll es bei jemandem so sein, dass die Verbindung schlecht ist, dann im Zweifelsfall eventuell die Kamera ausschalten, dann ist es erfahrungsgemäß meistens besser. Und dann noch die Bitte, wenn möglich, schalten Sie sich jetzt bitte stumm, sodass alle Teilnehmerinnen den David dann auch gut hören können. Und bei Fragen am besten im Chat zu Wort melden. Ganz am Ende werden wir auch noch eine kurze Austauschrunde dabei haben. Gut, dann gehen wir schon mal ein bisschen ins Thema. Was hat soziale Nähe in Videokonferenzen mit Technik zu tun? Bevor der David jetzt da live demonstriert, möchte ich da auf dieses Thema noch kurz eingehen. Ja, und ich glaube, wer schon einmal in einem Meeting dabei war, in dem zentrale Personen schlecht zu hören waren oder schlecht zu sehen waren, hat vielleicht auch erlebt, dass das soziale Erleben einfach sehr negativ beeinflussen kann. Was bei dieser Sache ganz klar ist, ist, dass die Technik allein natürlich die didaktische Planung nicht ersetzen kann. Also die Technik ermöglicht vielmehr, dass man erst didaktisch sozusagen sich besser vertiefen kann. Also wer gelassen mit technischen Dingen umgeht, kann sich besser auf die Teilnehmerinnen einlassen, kann seine Pläne besser umsetzen, kann soziale Nähe besser fördern. Und wer eben eine technische Grundausstattung hat und damit kompetent und gut umgehen kann, wirkt professionell. Man hört sich akustisch dann gut an, als sei man wirklich direkt in der Nähe. Man kann live Dinge ganz leicht zeigen, das wird uns der David heute noch eindrücklich demonstrieren. Man kann Leute in die eigene Umgebung mitnehmen, das verstärkt eben das Näheerleben. Was braucht man dafür? Das wird uns eben David Rötler heute zeigen. Der gewährt uns heute nämlich Einblick in sein Studio und zeigt uns verschiedene Settings und lässt uns live erleben, wie diese Settings wirken. David ist eben Experte mit ganz viel Erfahrung bei Webinaren, bei Live-Online-Veranstaltungen, hybriden Meetings und so weiter. Wer ihn kennt, weiß, dass er immer technisch top ausgestattet ist, immer auf dem neuesten Stand ist. Und er wird uns eben heute seine bewährten technischen Settings zeigen. Vielleicht darf ich noch ganz kurz eingehen auf Ihre Fragen sozusagen aus dem Anmeldeformular. Sie haben sich ja angemeldet für diesen Digitalk und konnten da auch Themen eingeben, die Ihnen wichtig sind. Und da kamen eben diese drei Schwerpunkte. Also einerseits Fragen zur Hardware, Mikrofone, Webcams, Licht, Greenscreen, Mischpult und so weiter. Andererseits zur Software, also Einblendungen, Einspielen von Hintergründen, von Musik und so weiter. Aber es kamen auch Fragen zu methodisch-didaktischen Überlegungen, also Motivation, Beteiligung, Interaktion, Pausengestaltung und so weiter. Und worauf wir heute den Schwerpunkt setzen, das ist dieser erste Punkt, nämlich Hardware und Software. Darauf legen wir heute den Schwerpunkt. Methodisch-didaktische Überlegungen sind total wichtig, sind absolut essentiell, sind heute in diesem Talk jetzt aber nicht das zentrale Thema. Aber für alle, die dazu mehr wissen wollen, haben wir ein Infoblatt vorbereitet,
wo einfach Ressourcen verlinkt sind, die da weiterhelfen können. Und meine Kollegin Beatrice Kogler wird das Infoblatt jetzt gleich in den Chat stellen und es wird auch dann bei der Aufzeichnung verlinkt werden. Genau, unter anderem ist da auch verlinkt Factsheets vom David Rödler, der eben mehrere Factsheets zur Online-Moderation erstellt hat, die einfach kostenlos zur Verfügung stehen. Ja, und noch ein Hinweis auch dazu. Am 22.09.2021 startet der EBMUG Fokus Erwachsenenbildung im Online-Raum. Das ist unser kostenloser Online-Kurs, bei dem es um Live-Online-Arbeit in der Erwachsenenbildung geht. Also es, in 4 Modulen kann man sich da vertiefen. Es ist komplett kostenlos und man kann sich auch jetzt schon anmelden. Gut, genug kontextualisiert. Wie sieht jetzt der Ablauf des heutigen Digitalks aus? Wir haben 4 Themenblöcke vorbereitet. Und zwar ist das einerseits Mikrofone für mehr Nähe erleben, Webcams für mehr Nähe erleben, Software für Videomischung und sonstige Hardware. Und David Rödler wird jetzt durchgehen und wird diese Punkte sozusagen nacheinander demonstrieren. Also wird wirklich live zeigen, was es da für Optionen gibt und wie sich die sozusagen anfühlen. Diese 4 Punkte, also wir haben geplant ungefähr 15 Minuten pro Punkt und ganz zum Schluss im Anschluss haben wir noch die Gelegenheit, dass wir einfach einen offenen Austausch machen, wo David für Fragen natürlich zur Verfügung steht und wo wir auch genauso gespannt sind, was Sie für Erfahrungen gemacht haben. Damit beende ich jetzt einmal meine Bildschirmumfrage, meine Bildschirmfreigabe. Genau. Und bevor ich jetzt an David übergebe, haben wir noch eine Umfrage vorbereitet, wo wir einfach gern Sie auch fragen möchten, was Sie denn bisher so für ein Setting verwenden, wenn Sie an Videokonferenzen oder Online-Meetings teilnehmen. Und Sie sollten jetzt die Fragen schon sehen können. Es ist eine Multiple-Choice-Frage. Klicken Sie gern einfach einmal an, was verwenden Sie denn bisher in Webinaren? Ist es das eingebaute Mikro? Ist es ein Headset mit Mikro? Ist es vielleicht so ein Podcast-Mikrofon? Oder gibt es da noch Sonstiges? Dann bitte gerne in den Chat schreiben. Uns würde es einfach total interessieren, wie Sie denn bisher... Aber es ist nur eine einmalige Variante möglich zum Anklicken, oder? Dann habe ich es schon falsch angelegt. David. Dann... spontane Umgestaltung, wählen Sie das, das Sie am häufigsten verwenden und schreiben Sie in den Chat, was Sie noch verwenden. Gut, und ich warte jetzt noch ein bisschen, also es haben da 80% schon abgestimmt. Und auch im Chat kommen schon einige Rückmeldungen. Genau, ich glaube, der Großteil lassen wir vielleicht noch ein bisschen, bevor wir das freigeben für alle. Gut, ich glaube, Beatrice, wir können die Umfrage, glaube ich, mal stoppen und freigeben. Das heißt, Sie müssten es jetzt auch sehen können. Also in der Umfrage haben jetzt die meisten angeklickt, ein Headset mit Mikro sozusagen, aber auch viele ein eingebautes Mikro, eine eingebaute Webcam, ja, einige auch eine USB-Webcam und ganz wenige, also 2% ein Mischpult, 1% ein Podcast-Mikrofon, 1% ein Ringlicht. Gut, und im Chat ist da auch sehr, sehr viel gekommen. Genau, also auch viele eingebaute Webcams, USB-Webcams, Headset mit Mikro, LED-Lampen, Ringlichter, Mischpult, Streaming-Deck, Konferenzmikrofon. Genau, das sagt auch schon jemand, zusätzliches Mikro hat viel Qualität gebracht. Super, OBS wird auch schon genannt. Mhm. Gut, ja. Viel zu teure Kamera auf viel zu teurem Stativ. Ja, das kann natürlich ins Geld gehen. Ja, gut. Ja, total spannend. David, was sagst denn du vielleicht dazu? Ich übergebe gleich mal an dich für die erste Demonstration sozusagen. Ja, wunderbar. Also erstmal, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, in dieser
illustren Runde, viele, viele bekannte Gesichter auch, viele von denen ich auch einiges lernen durfte, schon bei vergangenen Veranstaltungen. Ja, das erste Bild, das ich gleich mal zeigen will, ist das Setting. Das ist natürlich jetzt irgendwie super verwirrend, auch weil ich jetzt doppelt da bin. Aber man sieht, da ist viel Technik im Spiel und so viel Technik verwende ich natürlich nicht immer. Also das heißt, das, was wir heute machen, ist irgendwie viel Spielerei, Experimentier, Freude habe ich immer bei solchen Dingen. Und üblicherweise, wenn ich Videomeetings oder was auch immer hier online tue, dann ist ein Teil davon, wird eingesetzt. Gut, kurz zu mir. Ich bin eingeklammerter Jurist, habe das zwar studiert, aber das ist ewig her. Bin jetzt mehr selbstständig unterwegs in der Erwachsenenbildung, habe Uni-Lehraufträge und ja, berate sehr gerne jetzt auch große Online-Events und dabei spielt das Methodische schon eine sehr große Rolle. Also es geht immer um Interaktion, um Partizipation, aber auch um Nähe. Und so gehen wir jetzt mal ins Thema rein. Das technische Tool, das finde ich am wichtigsten ist für Nähe, ist ein gutes Mikrofon. Denn ich demonstriere mal, was passiert, wenn ich mich jetzt auf ein schlechtes Mikrofon umschalte. Ich bin wahrscheinlich klar verständlich, oder? Hören mich alle halbwegs verständlich wahrscheinlich. Aber es klingt wahrscheinlich ganz, ganz distanziert. Und es wird richtig deutlich, wenn ich mich halt wieder umschalte auf das andere Mikrofon. Ja, also Mikrofon ist einfach, finde ich, das Um und Auf. Ja, man kann natürlich beginnen irgendwie mit Headset für 30, 40 Euro oder so. USB ist in der Regel schon alles viel, viel besser als die in die Computer eingebauten Mikrofone. Die nächste Stufe wäre dann zum Beispiel so ein Rode USB Mini, das hat also USB-Anschluss, kostet rund 100 Euro, ist ganz, ganz einfach in der Handhabung. Ein bisschen mehr Steigerung wäre dann das größere Rode Mikrofon. Ich meine, vielleicht alles, was ich hier zeige, sind irgendwie persönlich gefärbte irgendwie Empfehlungen. Also ich habe alles, was dort gezeigt wird, habe ich zum Teil. Werde ich es dann auch demonstrieren. Karin, vielleicht demonstriere mal kurz das Mikro, dass wir es ja, nochmal hören. Gerne. Also mein Mikro ist eben das David hier gerade zeigt. Ich halte es vielleicht mal in die Kamera. Vielleicht, Beatrice, könntest du mich ja mal groß dazuschalten neben David. Dann sieht man das eben auch. Also es ist so ein Podcast-Mikrofon, dass man sich einfach eben da vorne hinstellen kann und gut auch für solche Moderationen zum Beispiel verwenden kann. Genau, und das klingt einfach schon gut. Ja. Also ich denke, da ist kein großer Unterschied mehr zu merken zu dem, was ich jetzt habe. Ich meine, da gibt es natürlich Steigerungen noch nach oben. Was ich jetzt verwende, ist dieses hier. Das nennt sich Rode Procaster. Ja, man sieht es ja hier auch. Ein bisschen. Wichtig ist, dass es auf so einen Mikrofonarm montiert wird, weil dann habe ich es immer gut in der Nähe. Also wenn ich weiter weggehe, dann wird man auch sofort hören. Jetzt gehe ich mal weiter weg und dann, so ist die Qualität nicht mehr gut, oder? Man versteht mich vielleicht noch, aber man merkt schon deutlich, es ist besser, wenn ich irgendwie vielleicht 20 Zentimeter oder so dürfte gut sein. Ja. Wichtig ist eben dieser Mikrofonarm für die Flexibilität und auch, dass wenn ich irgendwie auf den Schreibtisch draufklopfe oder rüttle, dann wird das nicht so leicht übertragen.
weil das ist am Schreibtischrand montiert. Sieht man auch hier diesen Mikrofonarm, zumindest auf der Folie. Ja, dieses Mikrofon ist kein USB-Mikrofon mehr, sondern das hat so professionelle Audioanschlüsse, das nennt sich dann XLR. Und mit solchen Anschlüssen kann man nicht mehr direkt in den Computer rein. Man braucht dann schon ein Mischpult. Vielleicht springe ich jetzt einfach mal hin zu den Mischpulten und komme dann mal zurück zu anderen Mikros. Die gibt es auch in verschiedenen Preislagen. Das wäre so ungefähr das günstigste. Also da kommt dann, kann ich das genau, also hier ist der XLR-Anschluss, da steckt man es rein und dann hat es, dieses Mischpult hat dann USB-Ausgang, kommt an den Computer. Man kann dann auch noch, das ist auch ganz, ganz praktisch, man kann hier ein bisschen die Höhen und Tiefen noch einstellen und den Pegel. Und dann ist das schon irgendwie so eine doch etwas professionellere Lösung als das USB-Mikro zum Anstecken. Ja, es ist noch nicht kompliziert. Es kostet natürlich ein bisschen mehr. Wie immer kann man sich hier auch steigern. Das ist dann für zwei Mikrofone, was natürlich auch super praktisch ist, wenn man zweites daneben stellen will für zwei Personen. Ja, zwei XLR-Anschlüsse. Das hat dann vier XLR-Anschlüsse. Und das hier ist mein aktuelles Mischpult, das ich auch gerade im Einsatz habe. Das hat noch ein paar andere Vorteile. Da kann man zum Beispiel Telefonanrufe von außen mit reinnehmen. Oder was auch lustig ist, man kann nicht erschrecken. Ja, man kann Jingles einspielen oder so, sehr schnell. Also man hat auf diesen bunten Tasten hat man die Möglichkeit, Audio drauf zu kopieren und das dann ganz schnell einzuspielen. Mal schauen, was da drauf ist. Ja, hübsch. Ja, kann irgendwie unterhaltsam sein. Ja, Karin, ich habe den Chat gar nicht beobachtet. Gibt es vielleicht erste Fragen, auf die wir schon eingehen können? Ja, also es gibt einige Fragen beziehungsweise auch Tipps. Also da bestätigt jemand, dass das Rode USB Mini eben für ihn auch gut funktioniert. Jemand anderer empfiehlt auch das Yamaha AG03 oder AG06. Dann gab es da ein paar Fragen zu deinem perfekt scharfen virtuellen Hintergrund. Da haben wir eben schon darauf hingewiesen, dass du das uns heute auch noch zeigen wirst, welche App da dahinter steckt. Ja. Genau, und einen Greenscreen verwendest du ja auch. Auch, kommt noch. Genau. Kommt noch. Genau, gut. Mhm. Dann gab es dann noch die Frage, eben bei dem Rode-Mikrofon, das ich verwende, wie die Audioausgabe funktioniert. Das zeige ich vielleicht jetzt auch noch ganz kurz her. Ich habe da zwei solche Lautsprecher. Und das funktioniert recht gut, ohne Rückkopplung. Die stehen da einfach links und rechts von meinem Bildschirm und darüber funktioniert die Audioausgabe. Genau, dann gab es von Silke Schneider jetzt auch noch eine Frage, die Jabra-Konferenzlösungen, ob die vergleichbar sind. Also vielleicht können wir da generell ein bisschen drauf eingehen. Du hast jetzt verschiedene Dinge hergezeigt. Wie schaut denn das aus, wenn man jetzt nicht so ein großes Budget zum Beispiel hat? Also wie kann man auch mit geringeren Mitteln vielleicht da auch schon einen guten Sound zusammenbringen? Ja, wie gesagt, das hier ist die günstigste Möglichkeit. 30, 40 Euro. Das ist so eine Jabra-Lösung, die offenbar gerade angesprochen worden ist. Da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche. Die Mikrofone, die irgendwie weit weg sind, ich habe noch keins gefunden, das wirklich gut funktioniert. Ja, aber ich höre mir gerne eins an, das gut funktioniert und man ist relativ weit weg. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, auch nicht vielleicht noch leistbar. Ja? Genau, da gab es noch die Frage, was du vom Jabra Evolve 265 hältst. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Steigerung von dem hier.
Das ist wahrscheinlich nochmal ein Stück besser. Ja. Okay, und dann gab es noch die Frage nach mobilen Mikros, die du, soweit ich weiß, auch im Einsatz hast. Genau, mobiles Mikro kommt jetzt, und zwar die einfachste Lösung für mobiles Mikrofon ist, das nennt sich Rode Wireless Go. Das ist ganz was Neues, kostet 300 Euro. Das Coole dabei ist, man hat einen Empfänger, der wird einfach angesteckt an USB und zwei Sender. In diese beiden Sender ist gleich ein Mikrofon eingebaut und das werde ich jetzt auch demonstrieren. Ich zeige erst mal, wie das ausschaut. So sieht's aus. Er kommt an die USB-Schnittstelle. Das ist der Empfänger. Und das ist das Mikrofon dazu. Ja, so ein bisschen ein Pop-Schutz oder Windschutz. Und das kann ich mir jetzt anheften. Irgendwo. Nein, einschalten muss ich es zuerst. Einschalten muss ich es zuerst. Dann kommt es irgendwo ans Hemd. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich natürlich noch auf dieses Mikro umschalten muss, damit man es auch wirklich hört. Ja, mein Wasserglas darf in der Zwischenzeit bewundert werden. Ich schalte mal um, dass es hier dazu passt. Und jetzt bin ich zu hören über dieses Mikrofon. Es hört sich anders an, oder? Das schon. Aber der große Vorteil, und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Ich zeige nämlich auch noch jetzt eine Kamera, die mich verfolgen kann. Gut. Es hängt zu viel dran. Das stöpsle ich nachher nochmal ab und dann zeige ich es. Nein, die Hauptidee hier ist, ich kann mich irgendwo anders hinbewegen und es ist völlig egal. Es bleibt immer dieselbe Qualität. Ja. Mache ich jetzt nicht, weil das kann man sich eh vorstellen. Genau, es klingt nicht ganz so gut. Ich meine, wenn ich eine Spur näher rangehe und das irgendwie nochmal klarer und deutlicher vor mich nehme, dann ist es wahrscheinlich besser. Ja, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen besser. Was es dazu auch gibt, ist noch so eine Halterung. Da kann man das reinstecken und dann ist es wie ein mobiles Handmikrofon. Ja, und das Tolle ist halt wirklich, es ist super mobil und super einfach zu installieren. Und der Unterschied wird halt natürlich wieder deutlich, wenn ich das doch professionellere nehme, aber die Mobilität steht halt hier im Vordergrund. Und die kann man natürlich gut brauchen, wenn man jetzt irgendwie Workshop macht und sich dabei vielleicht vor Flipchart oder Pinnwand oder so bewegen will. Ja, im Chat kam jetzt noch die Frage, ob es dazu kostengünstigere Alternativen gibt, also zu diesem Wireless-Mikrofon. Ja, ich glaube, es gibt schon welche. Also es gibt die Vorgängerversion, die ist, glaube ich, ungefähr 100 Euro günstiger. Dafür ist es nur ein Mikro und nicht zwei. Und ich kenne sonst keine guten Funkmikros, die irgendwie billiger wären. Ich meine, es gibt schon noch Funkmikros, aber das sind halt dann große Teile. Da brauche ich wieder eine größere Empfangsstation und auch wieder ein Mischpult. Ja, das Tolle an dem Wireless Go ist, man braucht kein Mischpult. Es wird einfach über USB angeschlossen. Man kann es genauso gut am Smartphone verwenden wie auch am Rechner. Mhm. Es war noch eine Frage zum Wireless Headset, wie man das dann nutzt, um Teilnehmende zu hören. Also wie würdest du da vorgehen, wenn du jetzt so ein Ansteckmikro hast, durch den Raum gehst, um die Teilnehmenden gut zu verstehen? Ja, genau. Eine gute Frage, das werde ich gleich zeigen. Und zwar, hier sieht man meinen Lautsprecher. Der ist gut genug für auch einen großen Raum. Über den höre ich jetzt auch, das heißt, da kann ich mich auch nach hinten bewegen und dann habe ich wunderbar Ton. Keine Rückkopplung. Zoom hat super Echounterdrückung. Ja, also ich habe euch jetzt völlig frei hier im,
in meinem Raum. Kein Problem. Vielleicht als Nachfrage, weil du jetzt sagst, Zoom hat eine super Echo-Unterdrückung. Mhm. Wie groß ist da der Anteil an Zoom oder am Programm, das du verwendest, und wie groß ist der Anteil des Mikrofons, dass das ausblendet, dass es keine Rückkopplung gibt sozusagen? Gute Frage. Also ich glaube, das meiste macht Zoom. Aber man merkt da zum Beispiel bei eingebauten Mikrofonen kann es ja schon teilweise zu Rückkopplungen kommen. Das heißt, ein bisschen könnte es wohl auch mit dem Mikro zu tun haben, oder? Oder ist das mittlerweile schon ausgemerzt? Theoretisch schon, aber also die Echo-Unterdrückung bei Zoom ist in der Regel sehr zuverlässig. Okay, ja gut, dann gab es noch eine Frage im Chat. Was ist deine Meinung zu Logitech-Produkten? Oh, die Frage ist ja allgemein. Na, ich habe natürlich auch Logitech-Webcams und die sind auch okay. Ja? Ich mag andere Webcams lieber, aber dazu komme ich gleich. Und danke. Und vielleicht noch eine Frage anknüpfend an die Rückkopplung. Welche Erfahrung hast du mit WebEx und Rückkopplung? Wenig, weil ich WebEx selten verwende. Gut, aber da gab es jetzt auch noch eben eine Rückmeldung im Chat, dass es schon unangenehme Rückkopplungen mit Zoom und billigen Funkmikro geben kann. Ja, also Rückkopplung hauptsächlich, wenn man irgendwie zwei Lautsprecher oder zwei Mikrofone offen hat, also mehr Computer im selben Raum sind. Dann ja. Jetzt kam auch noch die Frage nach Microsoft Teams. auch nicht so viel Erfahrung, mehr als mit WebEx, aber auch dort hat die Echo-Unterdrückung gut funktioniert. Da habe ich also auch mit offenem Lautsprecher gearbeitet. Ja, super. Dankeschön. Gut, also die Frage an dich, David. Gibt es noch mehr, das du uns zum Thema Mikros zeigen möchtest? Oder sollen wir zum nächsten Punkt mal weitergehen? Genau, ich glaube, wir gehen zum nächsten. Ich meine, es gibt dann noch Kopfhörerempfehlung und nochmal eine Lautsprecherempfehlung, aber das kann man sich dann in Ruhe anschauen. Ich glaube, wir gehen. Genau, ich sage vielleicht noch, die Präsentation wird natürlich auch zur Verfügung gestellt. Die finden Sie dann direkt bei der Aufzeichnung. Ja, Video ist natürlich auch ein weites Feld. Und wenn man da mal beginnt, dann, ja, es gibt unglaublich viele Kameras, die man verwenden kann. Das startet natürlich zuerst mal mit der eingebauten Webcam im Computer. Die hat aber üblicherweise den Nachteil, dass das sind dann Laptop-Kameras und dann ist der Computer irgendwie, da schaut man immer runter. Ja, so wie einige in der Runde auch, die blicken auf uns irgendwie herab. Ich weiß, es ist nicht so gemeint, aber es passiert einfach. Es ist die logische Folge davon. Deshalb ist es besser, einen zweiten Bildschirm zu haben. Das ist sowieso immer angenehm, einen großen Bildschirm, wo man alle gut sieht, wo man dann den kleineren Bildschirm für die Freigabe hat, und auf diesen großen Bildschirm, da kann dann auch die Kamera montiert werden. Und ein guter Start ist natürlich die Kamera, die man hier sieht. Das ist irgendwie der Standard. Ein bisschen besser ist dann diese auch von Logitech, Brio heißt die, ein bisschen bessere Qualität, ganz, ganz gute Schärfe. Ja. Aber es gibt Steigerungsmöglichkeiten wie immer. Also Kameras können ja auch richtig teuer werden. Das ist die Kamera, dessen Bild ich jetzt gerade verwende. Das ist von Avonic, heißt es. Kennt das jemand zufällig? Ja, okay, Alexander kennt das. Ja, wirklich preisgünstig, also für das, was man kriegt. Ja, also 600 Euro. Ich finde, man kriegt sehr viel dafür. Was nämlich super ist an dieser Kamera, die hat eine Fernsteuerung. Und dann kann ich wunderbar zoomen und mich ins Richtige, ja, und auch schwenken.
Und man kann Einstellungen machen, also man kann sich die Kontrast verändern und die Farbtemperatur ändern und solche Sachen. Also einfach viel, viel Flexibilität und lässt sich dann auch gut auf ein Stativ montieren. Und ist wirklich eine gute nette Sache. Ja, eine Entdeckung der letzten Wochen eigentlich erst, die habe ich noch gar nicht lange, ist diese Kamera, die nennt sich OpSpot Tiny. Alexander hat die auch schon. Ja, okay. Die haben so viel Werbung auf Facebook gemacht, habe gesagt, na, das interessiert mich nicht, wenn die so viel Werbung auf Facebook machen, dann schaue ich mir das gar nicht an. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Das Witzige bei der Kamera ist, sie hat eigentlich ziemlich gute Bildqualität. Aber das Witzigste ist, sie hat ein Auto-Tracking. Und ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt mag. Nämlich aus irgendeinem Grund habe ich, glaube ich, zu viele USB-Geräte angeschlossen. Schauen wir mal, ob sie noch will. Das ist nämlich schon der zweite Versuch jetzt. Und sie mag nämlich nicht. Genau, und das hat heute, da haben wir vorher auch schon damit gesprochen, hat ein bisschen damit zu tun, dass David jetzt natürlich viel mehr angeschlossen hat, als man normalerweise angeschlossen haben würde. Das heißt, das ist heute ein bisschen eine Sondersituation. Aber ich glaube, David, also ich sehe dich jetzt zumindest vor einer grünen Wand. Ja, genau, aber die Kamera selbst mag gerade nicht. Ich werde noch aber es eine Sache genau. Abschließen. Ich gebe noch eine Chance. Aber das Witzige ist wirklich, das geht erstaunlich gut und ganz, sie macht einen ganz sanften Schwenk und hat Gesichtserkennung und kann mich wirklich super verfolgen. Also ich werde es jetzt noch einmal probieren, einmal ausstecken. Genau, vielleicht können wir ja inzwischen, während du umbaust, ein bisschen auf noch schauen, was da im Chat so gekommen ist. Da haben einige gesagt, Laptop auf Buch hilft auch gegen diesen Blick von oben herab oder von unten hinauf. Dann gab es auch die Diskussion, ob es da einen anderen Grund noch gibt gegen die eingebaute Webcam. Und das hat natürlich oft mit der Qualität zu tun. Genau, David nickt. Ja, und dann gab es da auch, ja, eben auch noch verschiedene Stimmen, genau, dass da eben manche eher von unten hinauf schauen, manche eher von oben hinunter und das auch viel mit Qualität und didaktischen Gründen zusammenhängt. Gut, jetzt funktioniert sie. Ich habe ein bisschen was abgesteckt. Und ja, genau, sie verfolgt mich auch schon. Ich bin jetzt aber, eigentlich wollte ich es ja mit dem Rode-Mikro machen, das ist mir jetzt ein bisschen, aber ist egal, also man hört mich jetzt mal kurz nicht, aber ich bewege mich. Ja, also man hört mich vielleicht leise und man sieht, ich werde verfolgt, egal wohin ich gehe. Ja. Es ist super, man kann sich frei bewegen und ich konnte noch nicht wirklich flüchten vor der Kamera, also außer ins Nebenzimmer. Dann konnte ich, aber es ist wirklich super, ja. Und auch sehr witzig ist, man kann die Kamera auch fernsteuern. Mag das einmal jemand probieren? Wer schafft es, mich fernzusteuern? Also Freiwillige vor. Ja, Matthias hat es schon geschafft. Matthias war ganz schnell. Immer. Jetzt. Die schnellste. David, vielleicht sagst du doch einmal für uns alle dazu, genau, wie man das machen kann. Ja, Matthias, probier mal unten rechts. Ja, ich mach gerade. Ja, genau. Jetzt geht's nach oben. Genau. Also jetzt kannst du in die Ecken reinschauen, wo die Spinnweben schon. Aber du hast mir das erlaubt. Also das heißt, ich habe in dein Bild geklickt und dann den Video sozusagen. Ich kann das auch bei der Alexandra Sall machen. Ja. Bei vielen machen. Das ist eine Funktion von Zoom. Ja? Aber man sieht nochmal, wie schön die Kamera schwenkt. Ja, das ist also eine ganz hübsche Sache.
Gut, jetzt werde ich es wieder wegnehmen. Genau, warte mal, Video abbrechen, dann starte ich neu. Gut, gibt es Fragen zu dieser Kamera? Also so schaut sie aus. Genau, vielleicht noch eine allgemeine Frage bzw. Hinweis, David, du wirst ja da von den Firmen dafür nicht bezahlt, dass du das jetzt da vorstellst, sondern das basiert auf deinen eigenen Erfahrungen. Das ist vielleicht noch wichtig, dass wir darauf hinweisen. Ja, ja, nein, nein, also ich bin völlig... Keine Verkaufsveranstaltung. Genau. Genau, hinterher kriegen alle eine Heizdecke dann angeboten. Genau, da war noch die Frage, wie funktioniert das mit der Fernsteuerung genau? Also das war vielleicht jetzt, wie man diese Fernsteuerung der Kamera beantragen kann. Ja, das geht, wenn man auf die Galerieumsicht bei Zoom umschaltet, also das ist eine Zoom-Funktion, und dann bei den drei Punkten im Kamerabild, dann gibt es dort Fernsteuerung beantragen, Kamerasteuerung beantragen. Und eigentlich könnten alle von allen die Fernsteuerung, also wir könnten alle unsere Kameras fernsteuern, uns gegenseitig, theoretisch, wenn die Kameras beweglich wären. Ja, das sind die meisten ja nicht. Das ist spannend. Das heißt, das ist eine Funktion, die Zoom drinnen hat für bewegliche Kameras sozusagen. Ja, ja, genau. Ja, das heißt, man kann, vielleicht kann sich jemand erinnern, bei 1, 2 oder 3 gab es früher so eine Spielshow, also alle über 40 wissen das vielleicht. Da gab es ein Kamerakind. Also das heißt, man kann wirklich anderen, die diese Funktion übergeben, dann die Kamera zu steuern. Ist natürlich nur sinnvoll, wenn es jetzt irgendwie einen Präsenzraum gibt, wo was zu sehen ist. Ja. Gehen wir zum nächsten Punkt. Gerne, außer es gäbe jetzt noch Fragen. Also wenn es noch Fragen zum Thema Kameras gibt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt. Genau, also ob man diese Fernsteuerungen in den Einstellungen deaktivieren kann. Ja, kann man deaktivieren. Das heißt, du hast das jetzt absichtlich erlaubt, eben um das zu demonstrieren. Ich mache es immer, ich habe es immer angeschaltet. Die wenigsten kommen drauf, dass das geht. Gut, das ist hier ein bisschen eine teurere Variante. Also die könnte ich theoretisch demonstrieren, wenn es interessiert. Die hat auch ein Auto-Tracking eingebaut, aber kein mechanisches, sondern ein, sagt man nicht, optisch auch nicht, elektronisches Auto-Tracking. Also die hat sehr hohe Auflösung, die Kamera, und kann sich dann, hat auch Gesichtserkennung, hat super Weitwinkel und sehr gutes Zoom auch. Und sehr klein. Super kleines Teil, also wirklich sehr gut. Aber vielleicht schauen wir weiter, und wenn wir noch Zeit haben. Ja, das ist so eine semi-professionelle, komplett Videokonferenz-Geschichte. Da ist Mikro dabei und Lautsprecher und eben auch so eine Zoom- und schwenkbare Kamera mit Fernsteuerung. Ja, und die hier habe ich auch. Die hatte ich vorher gezeigt, als ich mein ganzes Setting da eingespielt hatte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir uns da noch nehmen wollen für die Kameras und dann vielleicht eher auch bald zur Software kommen. Also die ist super, weil die hat sehr, sehr gutes Zoom, sehr weit, und eignet sich für große Räume. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo also Hybrid-Veranstaltungen, ja, habe ein Podium aufgebaut oder jemand spricht vorne, und dann kann die Kamera 20 Meter entfernt sein und ich habe trotzdem die Person dann wie ein Porträtfoto. Ja, super. Im Chat gab es jetzt noch eine kleine Diskussion. Was würdest du sagen, Investition in Kamera oder Mikro? Eher in das Mikro oder eher in die Kamera? Genau, also wenn wirklich das Mikro ist immer wichtiger. Der Ton ist immer wichtiger als das Bild. Aber ich glaube, eine gute Kamera ist auch nicht verkehrt. Dann war noch so die Frage, wie sieht es aus bei den, Logitech-Kameras, die haben ja oft ein Mikro dabei. Kann man das verwenden oder ist das...
glaube ich nicht. Also ich habe es oft ausprobiert. Klar, man hört schon, aber ich würde es nicht verwenden. Also du würdest eher wenn die Webcam sozusagen ein Mikro eingebaut hat, das Mikro der Webcam nicht verwenden, sondern ein anderes Mikro. Ja. Mhm. Okay, gut, dann war noch die Frage, wie man vorgeht, wenn man ein externes Mikro verwendet, ob man dann auch einen Lautsprecher benötigt. Das hängt wahrscheinlich davon ab, ob das jetzt ein Headset ist oder ein externes Mikro, weil dann braucht man schon eine Form der Tonausgabe. Ja, also irgendwo muss ein Lautsprecher sein. Also entweder im Headset oder im Computer eingebaut oder ich habe einen externen Lautsprecher. Also ich finde grundsätzlich auch einen externen Lautsprecher sinnvoll und ich habe ja auch gezeigt, also das hier zum Beispiel oder den habe ich jetzt gerade im Einsatz. Das lohnt sich deshalb, weil damit auch ein bisschen ausgebügelt wird. Also wenn ich einen knarrenden Lautsprecher schon habe, ja, und dann auch noch meine teilnehmenden knarrenden Mikrofone, dann ist eh klar. Ja. Also das trägt dann eher nicht zum Näheerleben bei, wenn wir auf das Thema von unserem Digitalk ein bisschen ja. zurückgehen. Das heißt, ja. Guter ja. Ton und ja. Guter Lautsprecher. Ja. Also das merkt natürlich nur ich, aber wenn ich den ganzen Tag fast. Aber also wie wir am Anfang schon gesagt haben, es hängt dann eben, wenn du den ganzen Tag schlecht hörst und dabei sozusagen einen Workshop durchführst, wirkt sich das ja auch aus auf das, wie du den Workshop gestalten kannst. Klar. Ja, gut, dann gab es dann noch die Frage, gibt es Erfahrung zum Einsatz von Systemkameras, also Fotokameras? Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ich hab damit experimentiert. Da müsste ich jetzt an Alexander weitergeben. Darf ich das tun? Ganz spontan. Klar, gerne. Ja, sicher, gerne. Soll ich was dazu sagen zur Systemkameras? Ja. Also ich habe hier eine Canon EOS R im Einsatz. Warte einen Moment, wir müssen dich noch spotlighten, sonst ist das nur halb so schön. Also das ist eine Systemkamera, die Sie hier sehen. Die nimmt mich in 4K auf, in Zoom wird es nochmal reduziert, das ist nicht mehr 4K. Aber ja, ich würde es empfehlen. Das Objektiv kostet 100 Euro, die Kamera kostet sogar 1200, 1400. Aber es ist natürlich eine Investition, ist klar. Aber ich verwende die auch für Fotografie und sowas. Also. Aber die kann man auch per USB anschließen. Das ist vielleicht nicht unwichtig. Man braucht inzwischen keinen Adapter mehr mit HDMI und so. Vielleicht postest du es in den Chat rein, was das ist für ein Produkt. Ja, gerne. Was ich total interessant finde, ist, dass es diese Tiefe, diese räumliche Ebene dort, ja, das ist ja kein virtueller Hintergrund bei dir, das ist ja ein richtiger Hintergrund. Der dann irgendwie verschwimmt. Ja. Und dann hätten wir vielleicht noch eine Frage im Chat, bevor wir dann weitergehen. Hast du eine Empfehlung für eine Konfiguration hybride Veranstaltung mittelgroßer Raum? Für Technik mittelgroßer Raum Hybridveranstaltung, also dass das zum Beispiel wäre für was weiß ich, 10, 20 Leute vielleicht. Ja. Aber für Hybrid ist nochmal wirklich ein anderes Thema. Ich meine, da kann man natürlich vieles von dem, was hier aufgelistet ist, auch verwenden, aber das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Ja, jetzt heute ist es eher für Einzelpersonen, die online. Guter Hinweis, ja. Weil Hybrid natürlich auch, also für alle, die Hybrid nicht kennen, da geht es darum, dass eben eine Gruppe von Teilnehmenden in einem Raum vor Ort ist und dann weitere Teilnehmende online zugeschaltet sind. Und das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich, da alle gut einbinden zu können, alle gut zu sehen und zu hören können. Und das ist nochmal ganz, ganz was anderes. Gut. Ich kann jetzt kurz zeigen, also das ist jetzt natürlich also eine super Kamera für hybride Settings, ja, nicht ganz billig. Und was man dann auch noch, wir gehen jetzt Richtung Software weiter, was natürlich auch noch super ist, dann an Hardware für hybride Settings ist irgendwie ein Videomischpult. Weil da kann ich dann bis zu 4 HDMI-Kameras anschließen und da braucht man einfach unterschiedliche Perspektiven mal schnell. Genau, ich glaube, da sind jetzt eh schon die ersten Fragen nach dem virtuellen Hintergrund und Einblendung mit der Folie gekommen und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zur Software. Genau, also vielleicht doch noch zuerst zur Hardware, weil
Weil für diese Form von Videomischung, die ich hier mache, braucht man nämlich erstmal Hardware. Und das zeige ich jetzt nochmal, wie das ausschaut. Das ist also ein Greenscreen oder zwei sogar, weil mir einer zu klein war. Und dann irgendwie halbwegs Licht, also man sieht hier zwei Lampen. Und vorne habe ich dann, das sage ich auch noch, dass das mit dem Licht auch nochmal deutlich wird, aber beim Licht ist Alexander mehr Profi als ich, das ist keine Frage, das ist irgendwie so schön. Das ist hier mein Licht, ja, so ein Ringlicht. Das Gute ist, man kann da sehr schön irgendwie die Farbtemperatur ändern, sieht man auch ein bisschen jetzt. Die Helligkeit anpassen. Und da sind die Lampen. Und der Greenscreen ist super, da ist nochmal eine Lampe. Der Greenscreen ist super, weil den kann man einfahren und das ist wie ein Roll-up. Ja, der ist zum Einfahren und Ausziehen ganz, ganz schnell dann aufgebaut. Ja, das ist ungefähr mal die technische Voraussetzung. Ja, also Greenscreen. Und dann zeige ich jetzt, was die Software kann. Ja, also vielleicht, es gab noch eine Frage zum Ringlicht, ob das Ringlicht ausreicht. Also ich habe jetzt im Vergleich nur ein Ringlicht im Einsatz, das jetzt vor mir aufgestellt ist sozusagen. Ich weiß nicht, David, ob du vielleicht noch etwas ergänzen möchtest. Ja, also wichtig ist schon auch Licht von hinten und von der Seite, damit das Gesicht irgendwie noch ein bisschen mehr Kontur bekommt. Also Ringlicht alleine, glaube ich, ist zu wenig. Also ideal, hinten auch noch beleuchten. Ja. Ja. Aber Beleuchtung ist ein weites Thema. Das ist gar nicht einfach und ich habe viel rumprobiert. Genau, die Marke vom Ring, das ist Kodak. Ich habe mir gedacht, ich müsste mal wieder was von Kodak kaufen. So wie früher in den 90er Jahren oder so. Von Kodak ist das Ringlicht. Gut, Software. Da gibt es natürlich auch wieder eine breite Palette. Mit der Software hier, das heißt XSplit Broadcaster, ist für Windows, bald auch für Mac. Und kann ganz viel von dem, was ich hier auch gerade mache, finde ich jetzt, ist auch irgendwie vielleicht noch leistbar. Ich habe es mal ausprobiert, war irgendwie auch ganz gut zu bedienen. Das hier ist die Profi-Variante, das ist sehr komplex. Ja, also das habe ich mir auch mal angeschaut, da brauche ich ganz viel Zeit, um das zu lernen. Das wäre hier die super preisgünstige Lösung. OBS Project, weil Open Source für alle Systeme verfügbar, aber für mich irgendwie nicht intuitiv genug. Also das dauert mir zu lang, das zu lernen. Da bin ich irgendwie zu ungeduldig. Das, was ich super finde und jetzt im Einsatz habe, das ist die App. Sehr witziger Name. Ist relativ neu. Und die erlaubt eben einfach wirklich super viele lustige Effekte. Ja, also man kann sofort mein Lieblingsvideo einspielen oder man kann sofort eine andere Kamera reintun. Ja, das ist übrigens, das ist vielleicht auch ganz, ganz witzig, das ist das Smartphone als Kamera. Das nennt sich Epoch Cam, ist eine Software, ist dann auch dokumentiert. Eine Software, mit der man sofort das Smartphone zu einer Webcam machen kann. Und das habe ich jetzt hier, so schaut die Software aus. Na, jetzt gibt es hoffentlich keine Knoten in den jeweiligen. Keine gedanklichen Knoten, weil das ist natürlich jetzt sehr viel, was jetzt allein zu sehen ist. Ja. Vielleicht mache ich es besser über die
über die Bildschirmfreigabe zeige ich jetzt kurz die Software. Gut, jetzt sieht man diese Software. Also cool ist, man kann dort mittlerweile PowerPoint und PDF und so weiter reinstellen. Und auch methodisch finde ich es so gut, dass ich dann eben vor der Präsentation bin. Ich bin nicht mehr irgendwo am Rand, sondern wirklich mittendrin im Geschehen. Ich kann mich hier ganz einfach rumschieben. Ich kann, wenn ich irgendwie gerade mal weg will, dann blende ich mich einfach ein und aus. Ja, allein das ist irgendwie cool. Dann gibt es unglaublich viele Effekte, wo man natürlich überlegen kann, wie sinnvoll die sind. Nein, der Regen ist gut. Der Regen ist wirklich schön. Kann ich wieder rausnehmen. Ja, sofort irgendwie eine zweite Kamera einblenden, wie eben diese Handykamera. Oder Spaß, ja, man kann irgendwie einfach ein GIF suchen. Katze. Ja. Und ich meine, jetzt könnte man sagen, okay, was ist das für eine Methode? Eine Katze einblenden. Aber Unterhaltung und ein bisschen Spaß kann ja auch okay sein. Darf ja auch in die Bildung. Und ich kann ja sofort wieder zum ernsten Teil wechseln. Ja. Also wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Ausschalten, einschalten. Wirklich viele, also man kann alle möglichen Hintergründe sofort wechseln und draufladen und je nach Thema. So. Ein bisschen Retro. Auch schön. Also das ist wirklich ein super Spielzeug. Gibt es dazu konkrete Fragen zu der Software? Also ich denke momentan noch nicht. Also wenn jetzt jemand Fragen hätte zu dieser App. Es gab noch eine Diskussion im Chat über das Ringlicht und Alexander hat gemeint, dass es eigentlich gar nicht so ideal ist für Videokonferenzen, dass vielleicht eine Softbox oder LED-Licht noch besser ist als das Ringlicht. Genau, die Kosten der App waren, glaube ich, 7 € im Monat, wenn ich das richtig erinnere. Genau, es gibt sogar für den Bildungsbereich, wenn man fragt, haben die jetzt irgendwie gerade eine Aktion, da ist es irgendwie 1,5 Jahre fast oder so irgendwie kostenlos. Mhm. Kann man. Genau, und ja, also das war eben die Frage, ist das die Bezahlversion und du teilst eben dann den Bildschirm dieser App? Naja, jetzt wird es nochmal interessant. Also ich habe tatsächlich jetzt den Bildschirm geteilt, um die App zu zeigen. Aber sonst läuft das über eine sogenannte virtuelle Webcam. Also diese App erzeugt mir in Zoom eine Webcam. Und ich kann dann in Zoom die App, ich komme mir wieder komisch vor beim Aussprechen, als Webcam einbinden. Ja, ja, man sieht es dann unter Video als zusätzliche Kamera. Ganz und dann genau. Kann man die Kamera wählen. Genau. Und genauso funktionieren auch die anderen Dienste. Also das OBS macht auch so eine virtuelle Kamera. Es hat dann noch eine coole Funktion, das ist dann nochmal in besserer Qualität. Also man kann das dann auch über Bildschirm teilen und dann geht es, finde ich, auch sehr gut. Ja. Also es ist wirklich super, super integrierbar in Zoom. Und ich kann da nochmal auch eine Bildschirmfreigabe zum Beispiel dazu tun. Genau, das Mac. Und dann hole ich mir einfach den Screen. Genau.
dann könnte ich das auch als Fullscreen wieder machen. Dann bin ich immer noch im Bild, aber kann mich rausnehmen aus dem Bild und kann dann irgendwie wieder irgendwer Präsentation zeigen oder so. Und nehme ich dann wieder rein und so weiter. Genau, und dieses Bildschirm im Bildschirm einblenden, das machst du dann über die App sozusagen? Genau, also die App ist dann, oder das Programm, genau, das passt eigentlich gut, wenn man immer sagt dann, aber ich sage das glaube ich nicht so oft. Also das Programm steuert meine Präsentation und steuert die Bildschirmfreigabe und so weiter. Okay, dann gab es noch eine Frage, also ich sage vielleicht die Frage mit dem Greenscreen zuerst, weil die passt da dazu. Du verwendest dann auch diesen Greenscreen für die App und die brauchst du, damit der Hintergrund sozusagen gut abschließt, also damit du gut vor dem Hintergrund angezeigt wirst. Genau, also das ist wirklich notwendig, weil sonst funktioniert das nicht ordentlich. Also die App, die hat auch nicht eingebaut diese virtuellen Hintergründe, die ohne Greenscreen funktionieren würden. Doch hat sie eingebaut. Es wird auch funktionieren, aber es wird nicht gut funktionieren. Doch. Also doch funktioniert sehr gut sogar ohne Greenscreen. Ja. Nein, du hast recht, es funktioniert ohne Greenscreen. Ich habe mich gleich verbessert. Es ist ein anderes Programm, das hat keinen virtuellen Greenscreen eingebaut. Aber es funktioniert besser mit wirklich, also so wie man hier sieht. Ja, bei den Greenscreens, glaube ich, kommt es auch immer ein bisschen drauf an. Wenn man hellere Haare hat oder so, dann funktioniert das, also ist das immer ein bisschen schwierig, dass der Hintergrund da sauber abgetrennt wird. Wenn man dunklere Haare hat, funktioniert das bei manchen besser. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen individuell, was ich so mitbekommen habe. Ja, es liegt an der Software, es liegt an der Beleuchtung. Es sind viele Faktoren, die da mit der Rolle spielen. Ja. Da muss man einfach auch ausprobieren, was dort gut ist. Ja gut, dann gab es im Chat noch die Frage, können wir die Folie mit den Alternativen zur Epoch-Cam nochmal sehen? Vielleicht genau, könntest du also die nochmal ganz kurz... Die Präsentation wird auf jeden Fall bereitgestellt und die SD. Genau, also das wäre jetzt nochmal die Alternativen dazu. Genau, XSplit hat eine Alternative und dann gibt es ganz viele weitere Alternativen auch noch. Dann wird da aufgerufen zu Erfahrungen mit lockigen Haaren vor Greenscreen. Das frage ich jetzt nicht, David. Habe ich nicht. Aber vielleicht gibt es da jemanden, der Erfahrungen hat und da in den Chat gern posten möchte. Mhm. Genau. Und die Frage an dich vielleicht noch, David. Wie schaut das aus, wenn man zwei Greenscreens nebeneinander stellt? Kann es da zu Problemen kommen? Nein, das ist kein Problem. Also ich habe auch zuerst gedacht, das macht vielleicht irgendwie ein Problem, dass da irgendwie halt diese Bruch oder Schatten oder so. Ja, und Alexander schreibt auch, ist kein Problem mit der richtigen Beleuchtung. Also oft ist die Beleuchtung. Also das schaut wirklich so aus bei mir und das von hinten. Und da sieht man ja, da ist ordentlicher Schattenwurf. Ja, aber es stört nicht. Mhm. Ja, soll ich noch was zeigen? Ja, gerne. Außer es wären jetzt noch weitere Fragen im Chat zu diesem Thema. Also zur App beziehungsweise zu Einblendungen. Das sieht jetzt aber nicht so aus, dann gerne, David. Gut, und zwar, es ist auch eine relativ neue, also zumindest für mich neue Entdeckung. Und zwar, das nennt sich Elgato Stream Deck. Hat das jemand zufällig auch noch im Einsatz? Wenn ja, vielleicht mal kurz eine Nachricht im Chat. Ja, klar, Alexander. Gut, ich habe die kleine Version davon. Und ich zeige es einmal auch wieder im Live-Betrieb. Also ganz, ganz nett ist, also vielleicht erstmal zur Einführung. Das dient dazu, dass man Zoom schneller bedienen kann. Und man kann sich die Tasten jetzt mit Zoom-Funktionen frei belegen. Also zum Beispiel kann ich hier ganz schnell Screensharing machen oder das Zoom-Fenster wieder zurück in den Vordergrund holen oder mich stumm schalten. Ja, dann bin ich stumm geschaltet.
Oder das Video ausschalten, kann ich auch machen, dann ist das Video sofort weg. Ja? Also ich brauche nicht irgendwie lang suchen, die Freigabe. Ja, habe ich ein Foto von Donald Trump genommen, aber bitte mir das nicht irgendwie auszulegen. Also man kann es einfach frei wählen, ja, und das hat mir Spaß gemacht, da ein bisschen zu experimentieren. Aber letztendlich erleichtert es die Zoom-Bedienung. Also sehr schnell, so ein kleines Teil wird über USB angeschlossen, kostet 100 Euro. Und diese Tasten, die sind nicht vorbelegt, sondern da entscheidest du, was du da hinterlegen möchtest und dementsprechend kennzeichnest du die. Ja, genau. Da gibt es vielleicht auch gleich eine Frage im Chat. Könnte man hier auch die unterschiedlichen Kameras oder Mikros einstellen? Möglicherweise schon, ja. Weiß ich nicht genau, muss man schauen. Es muss halt irgendwie ein Shortcut geben, also ein Tastaturkürzel bei der Software. Und letztendlich geht es darum, dann das Tastaturkürzel auf diese Hardware zu legen. Und das Elgato funktioniert natürlich nicht nur mit Zoom, sondern auch mit anderer Software. Genau, das geht mit verschiedensten. Möglicherweise kann man da sogar Wörter mit steuern. Also Alexander schreibt auch, es können auch Tastenkombinationen des Computers für Programme hinterlegt werden. Also wahrscheinlich kann auch Copy und Paste könnte ich damit auch machen. Ja. Ja, dann haben wir noch eine Frage von Barbara King im Chat. Wie sieht denn das aus bei dem ganzen Zubehör? Braucht man viele USB-Ports? Wie hast du das gelöst? Genau, also es war zu viel angeschlossen jetzt. Klar, man braucht viele USB-Ports und man kann natürlich, es gibt ja diese USB-Verteiler auch, USB-Hubs kann man verwenden. Aber immer ist es gut, nicht alles anzuschließen oder nur das anzuschließen, was man auch verwenden will. Also normalerweise bist du nicht mit so viel Equipment in einer Zoom-Session wie heute. Nicht immer. Meistens nicht. Genau, da gab es auch noch eine Meldung im Chat. Gerade bei Apple Notebooks ist das eine Herausforderung, also dass es eben dort pro Adapter nur zwei Anschlüsse gibt. Ja. Natürlich auch was, das man mitbedenken muss. Ja. Aber man kann für, was weiß ich, 10, 20 Euro oder 30 oder so, gibt's also Verteiler, USB-Hubs. Okay. Ich meine, es gibt da noch ein bisschen ausgefallene Hardware, die ich auch sehr gerne habe. Kann ich vielleicht auch zeigen. Das ist ein Gimbal. Das ist super, wenn man mit dem Smartphone was zeigen will und dann nicht viel rumwackeln mag. Ja, also kann man ganz einfach das Smartphone draufsetzen. Also es wäre noch eine Möglichkeit, dass ich das demonstriere. Wenn es interessiert, was ich heute nicht demonstrieren werde, aber oft auch gerne tue, ist eine Live-Bilder aus der Drohne zu senden in die Videokonferenz. Also das ist einerseits, ist es natürlich irgendwie ein bisschen ein Spektakel, aber andererseits gibt es auch ganz andere Perspektiven für die Teilnehmenden. Und ja, schon eine ganz witzige Sache. Ja, da kommen auch wieder ein paar Fragen noch im Chat. Und zwar ist da die Frage, manchmal ist es schwierig, zwischen Notebook, Handy, Zoom und Dokumentenkamera zu switchen. Wie würdest du da vorgehen, wenn man das relativ überschaubar hat, also so ein Einsteiger-Mischpult sozusagen, um da hin und her zu switchen? Also im Moment würde ich wirklich fast zu einer Software-Mischung tendieren. Ja, also zu dieser App zum Beispiel, weil da kann ich viele Kameras
reintun gleichzeitig. Und dann kann ich dort ganz schnell umschalten von einer auf die andere Kamera. Aber wenn man es professioneller haben will, dann ist natürlich schon auch eine Möglichkeit, dieses Teil hier einzusetzen. Nur da braucht man dann HDMI-Kameras. Also ich kenne keinen, das wäre spannend, wenn das irgendwer weiß, ob es eine Hardware-Videomischung gibt für USB-Webcams. Würde mich interessieren. Ich habe noch nichts gefunden. Ja, vielleicht mag da jemand in den Chat schreiben, der so etwas kennt oder die. Ich habe da noch eine Frage, wie kann man einen guten virtuellen Hintergrund schaffen? Also eine Möglichkeit wäre eben mit dieser App. Mhm. Aber es gibt ja auch in Zoom zum Beispiel interne Möglichkeiten. Was gibt es da sonst noch? Also außer diesen Softwarelösungen, die du uns da schon gezeigt hast. Naja, es gibt eigentlich nicht mehr. Also man kann ohne Greenscreen diesen sogenannten virtuellen Hintergrund in Zoom aktivieren. Der ist halt nicht wirklich gut. Also er ist okay, aber gut ist es nicht. Und sonst braucht man halt einen richtigen Greenscreen und dann wird der Hintergrund in Zoom natürlich auch viel besser. Oder man nimmt externe Software dafür. Und ich glaube, der Hinweis PowerPoint bezieht sich darauf, dass man auch die PowerPoint-Präsentation in Zoom hochladen kann. Wobei, du löst es ja mit der App. Ja, das ist viel flexibler. Ich meine, das ist super, dass das in Zoom eingebaut ist, dass man in der PowerPoint-Präsentation auch drinnen sitzen kann. Aber hier bin ich einfach viel, viel schneller damit. Ja, das ist ja viel netter. Aber klar, man braucht halt extra Software dazu. Ja gut, dann gab es noch die Frage mit dem Gimbal bzw. Stabilisator, ob man da auch während dem Gehen schöne Aufnahmen machen kann. Mhm. Ich würde vielleicht vorschlagen, wenn es schnell geht, vielleicht, dass du uns wirklich das ganz kurz zeigst. Ja. Wenn du es einsatzbereit hast, natürlich. Ja, das geht relativ schnell. Dann könnten wir uns das noch live anschauen. Dann nehme ich sogar jetzt auch das Mikrofon, mit dem ich mobil bin. Gut, dann nehme ich mir jetzt mal ein bisschen größer ins Bild, damit man mehr sieht. Genau, also so schaut das aus, das Teil. Ein bisschen. Aber der wichtige Punkt ist, man montiert dort das Smartphone drauf. Smartphone drauf montiert. Dann wird das Teil eingeschaltet. Ups. Und dann werde ich auf Epoch Cam gehen, damit man das sieht. Dann genau, und das ist ja das Schöne jetzt wieder hier, das schnelle Switchen auf die andere Kamera. Also jetzt habe ich im Moment ja schon zwei Kameras drinnen und das macht die Software eigentlich super. Und man sieht jetzt auch schon, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ich das bewege, das bleibt super stabil. Also du hast jetzt als deinen Hintergrund eingestellt das Bild, das die Smartphone-Kamera überträgt sozusagen. Genau. Wenn ich jetzt rausgehe aus dem Bild, dann ist es nicht mehr ganz so verwirrend. Jetzt schalte ich noch um auf das Rode-Mikrofon und ob das klappt. Genau. Also man hört mich jetzt wahrscheinlich anders, aber mit dem großen Vorteil, ich bin halt jetzt dann stabil zu hören, auch wenn ich mich bewege. Oder? Und jetzt gehe ich und sollte zu hören sein, oder? Du bist zu hören. Es ist etwas blecherner als zuvor. Ich habe es vergessen, Moment. Ich habe es vergessen mitzunehmen. Jetzt ist es besser, oder? Jetzt ist etwas besser, ja. Moment, ich habe es nicht umgestellt. Das passt noch nicht ganz. Ich habe es nicht richtig eingestellt. Nein, ich habe was verkehrt eingestellt. Ich habe es nicht eingesteckt. Das mache ich jetzt noch.
Genau, und wir sehen sehr gut, was da bei David auf dem Schreibtisch so los ist. Also ziemlich viel Equipment und ziemlich viel Überblick, den er da gerade bewahren muss. Ja. Genau, also jetzt geht's, ja, genau, oder? Jetzt hört man gut, jetzt habe ich also das Mobile mit und kann jetzt sozusagen eine Führung machen durch, also hier sieht man die Greenscreens, ja. Und das Gute ist halt meine, die Kamera ist halt ganz ruhig oder relativ ruhig, ja, also klar, kann man immer noch verbessern, aber man merkt nicht mehr, dass ich irgendwie rumwackle. Und man könnte jetzt irgendwie super, welcher Berg ist das? Wer weiß es? Naja, kennen die Salzburger, ist der Untersberg. Ja, kann man also einen kleinen Rundgang machen. Und ich wackle halt nicht mehr so arg rum. Ja, das ist halbwegs ein Bild und der Ton ist auch stabil. Ja, ist nachvollziehbar, wozu das gut sein kann. Mhm. Genau, also einfach als Bildstabilisation, wenn man viel herumgeht. Ja, danke auch für die kurzfristige Demo von diesem Gimbal. Genau, ich schaue jetzt noch im Chat, da ist jetzt einiges wieder gekommen. Also die Greenscreens, das ist auf jeden Fall in der Präsentation dann auch nachzulesen, stellen wir dann bei der Aufzeichnung zur Verfügung. Die Greenscreens muss man beleuchten, glaube ich, soweit ich das verstanden habe. Also Ausleuchtung ist schon wichtig. Ja. Und da wäre die Frage, sind Stableuchten besser als andere Leuchten? Ja, also bei Licht muss ich echt sagen, bin ich immer noch nicht, also bin ich sehr noch am Experimentieren. Vielleicht mag irgendwer aus der Gruppe dazu was sagen. Also wir haben schon gehört, Softbox ist eine Idee, das sind also diese großflächigeren. Also ich fand die praktisch, weil sie nicht so groß sind. Stößt man nicht so leicht dran an und kommt noch gut vorbei. Wenn ich was dazu sagen soll zu Licht, also eigentlich alles, was hell macht, ist gut. Ich sage es mal ganz platt. Je heller, desto besser. Der Hintergrund auch, gerade bei Greenscreens. Ich würde da empfehlen, allerdings eine Lampe zu nehmen, die keine Hitze erzeugt und die nicht so viel Strom verbraucht. Also LEDs zum Beispiel. Ja. Also die Stableuchten sind prima. Ja. Gut. Ja, danke dafür. Ja, gut. Genau, da gibt es jetzt auch schon Empfehlungen im Chat und so weiter. David, ich weiß nicht, ob du uns noch etwas mitgebracht hast, was du gerne noch zeigen möchtest. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht in den allgemeinen Austausch auch noch ein bisschen gehen könnten. Dass wir vielleicht auch noch schauen, okay, gibt es noch spezielle Fragen oder was gibt es auch für Erfahrungen in unserer Runde? Wer möchte da mal berichten? Dann könnten wir da auch noch einmal übergehen und uns sozusagen alle auch zu Wort melden, die sich zu Wort melden möchten. Wenn niemand was sagt, dann sage ich ganz schnell was zu der Frage, zu der Empfehlung, Amazon-Empfehlung für 25 Euro, ein Licht, Videokonferenz-Beleuchtungsset und zu dem Schattenwurf, also zu diesem Konferenz-Beleuchtungsset, das kostet 25 Euro, das ist, muss man sich so vorstellen, das ist etwa so groß. Und hat eine sehr kleine Lichtstärke. Ich würde das nicht empfehlen. Das können Sie kaufen, das ist okayisch. Also ich habe hier eine Lampe, die leuchtet mich an und die kostet 150 Euro. Und das sehen Sie vielleicht. Also ich kann das auch steuern, ich kann das heller und dunkler machen und auch sehr hell machen und dann auch die Farbtemperatur ändern und all so etwas. Also je mehr Geld man ausgibt für Licht, umso interessanteres Licht erhält man auch. Das darf man nicht vernachlässigen. Also wenn Sie sagen, 25 Euro ist okay, ich glaube nicht. Aber Sie können auch zwei Baumarktlampen nehmen und sich von links und rechts anstrahlen lassen, dann haben Sie eine ebenmäßige Ausleuchtung. Wenn Sie die relativ nah an Ihr Gesicht bringen, ist es okay. Ich habe ein Elgato Keylight. Elgato Keylight. Bei mir ist eine Gesichtshälfte im Schatten, ja. Das ist Absicht. Ich könnte die auch ausleuchten.
schreibe es in den Chat. Genau, ich wollte gerade sagen, in den Chat ist sicher gut. Ja, also vielleicht gibt es da auch noch eine Meinung von David dazu. Oder, also wir haben jetzt eh schon ein bisschen versucht, also so abzudecken auch, was macht man, wenn man jetzt viel Budget hat, wenn man geringeres Budget hat. Also David hat da ja auch immer verschiedene Optionen dafür vorgestellt. David, vielleicht könntest du das noch einmal zusammenfassen. Was wäre so ein Setting für dich sozusagen für Einsteiger? Was wäre jetzt so ein fortgeschrittenen Setting und was wäre das Profi-Setting? Na gut, ich kann es versuchen, ganz kurz auch zu machen. So, ich muss mir aus dem Bild drücken. Also der Anfang ist sicher mal irgendwie Headset oder besser sowas. Und also mit USB, dann Mischpult und irgendwie tatsächlich wirklich ein gutes XLR-Mikrofon. Ja, ab, was weiß ich, 100 Euro vielleicht. Das ist für den Ton. Das heißt, das wäre so das Einsteiger-Setting. Ja. Also Mischpult ist es gar nicht so wichtig. Das Mikrofon selbst ist ausschlaggebend. Ja, also Mikrofon dann vielleicht eben, kann man auch ruhig das nehmen. Und dazu dann ein günstiges Mischpult, wird auch funktionieren. Ja, besseres Mischpult ist natürlich, klar, also es gibt da keine kaum Grenzen und man kann unglaublich teure Mikrofone auch kaufen. Also, das ist wirklich arg. Ja, und Webcam würde ich unbedingt mal vorschlagen, zum Start halt irgendwie eine bewegliche, die nicht so starr am fix verbaut und eben auch um Augenhöhe zu schaffen. Ja, dann eine mittlere Variante wäre wahrscheinlich das hier und eine sehr gute Variante ist dann das. Ja, die hier sind dann eher wirklich für größere Räume oder hybride Settings. Dann hat man mal Ton und Bild abgedeckt und dann von der Einfachheit der Bedienung, wenn man irgendwie ein bisschen mehr Spielerei haben will und Präsentationsmöglichkeiten, die halt über das Übliche, was man in Zoom gewohnt ist, hinausgehen, dann halt die App dazu, das Programm. Bald auch eben für Windows. Das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt, das habe ich auch. Das ist ein bisschen eine professionellere Lösung, die mir jetzt aber im Live-Betrieb schon fast wieder ein bisschen kompliziert ist, weil müsste ich mehr üben. iCam Live heißt es. Du sprichst da was ganz Wichtiges an, das mit dem Üben. Ich glaube, das ist auch entscheidend, dass man das technische Setting, für das man sich dann entscheidet, zuerst einmal ausreichend ausprobiert und übt sozusagen, bevor man es dann wirklich auch live einsetzt. Also dass man es auch gut, dass man auch gut weiß, wie man es am besten bedient und da wirklich auch professionell und geübt damit umgehen kann. Mhm. Ja gut, gibt es jetzt aus dem Teilnehmerinnenkreis da vielleicht noch eigene Erfahrungen, von denen Sie gerne berichten möchten? Gibt es vielleicht noch Fragen an den David? Also gerne, Sie können sich auch gern live zu Wort melden. Bin gespannt, gibt es etwas? Ja, also was ich mir jetzt, ich habe schon begonnen in den Chat zu schreiben, das lösche ich dann. Wenn ich mir so Ihr Studio anschaue, dann frage ich mich bei all diesen Dingen, wie Sie da soziale Nähe herstellen. Also ich merke so, für mich ist es gelingt, dass, also für mich gelingt jetzt der Beziehungsaufbau, oder wenn man sagt, das Thema ist ja soziale Nähe, ne? Und jetzt habe ich viel davon erfahren, wie ich schaue, dass ich mein Bild, meine Stimme, meinen Hintergrund etc. gut übertragen kann.
Aber da fehlt mir fehlt noch ein bisschen der Connex zur sozialen Nähe. Also ich verwende ja das Online, also Zoom nicht nur für Webinare oder für Remote-Workshops, sondern auch für Supervision und Coaching. Und da ist ja die soziale Nähe das große Thema und die Frage, wie kann ich gut Beziehung aufbauen oder zumindest auch zu versuchen, so etwas Ähnliches zumindest wie einen Augenkontakt herzustellen. Also das sind so die Themen, die mich beschäftigen. Genau. Also Augenkontakt ist natürlich ein super Stichwort, der ist ganz schwierig. Mhm. Aber, ja. Aber wir haben natürlich jetzt eine Komponente für soziale Nähe betrachtet, betont und beleuchtet, kann man sagen. Ja, das passt ganz genau, betont und beleuchtet. Mehr nicht, eine Komponente. Für soziale Nähe ist natürlich ganz, ganz viel an Methodik und an inklusiver Kommunikation notwendig, die jetzt mit, wir sind immer noch 100 fast, natürlich nicht ganz einfach ist. Wir hätten natürlich das Meeting starten können mit Socializing-Geschichten, mit kleinen Gruppen, mit irgendwelchen, ja, was auch immer man alles macht, um sich auch in Online-Räumen näher zu kommen und das Ganze irgendwie mehr persönlich wirken zu lassen. Aber das war nicht unbedingt das Thema. Das Thema war Ton und Licht und irgendwie vielleicht andere Präsentationsformen. Aber das ist richtig, da fehlt ganz. Aber im Titel ist ja Technik und soziale Nähe. Ja, genau, der technische Aspekt. Wir haben den technischen Aspekt betont und beleuchtet. Okay. Aber nicht die ganzen Soft. Die habe ich und aber die Frau auch Kulmer hat gemeint. Das wunderbar vorbereitet und das am Anfang ja schon ganz klar und deutlich gesagt, was der Schwerpunkt dieser Veranstaltung sein wird, oder genau, Frau Kulmer? Darauf wollte ich vielleicht auch noch einmal kurz eingehen. Vielleicht können wir noch einmal, falls da jemand später dazugekommen ist, auch noch einmal unser Infoblatt in den Chat posten. Liebe Beatrice, vielleicht könntest du das noch einmal durchschicken. Es gibt natürlich ganz, ganz viel, was da jetzt außer der Technik noch wichtig ist. Und das ist uns natürlich bewusst, dass das für viele auch Fragen sind, die sich natürlich stellen. Heute ging es eben um den technischen Aspekt, aber wir haben ganz viele Ressourcen, wo es auch eben um diesen methodisch-didaktischen Aspekt geht. Das ist genau. Mir vollkommen klar und das ist nicht das, was ich damit gemeint habe, weil dass man über Soft Skills und soziale Kompetenzen und Übungen und so weiter und ich schaue mir sämtliche Digitalks auch an und manche in der Runde kennen mich vielleicht auch und wissen, dass ich das hinkriege. Mir geht es schon auch um die Frage, wie man mit der Technik sozusagen soziale Nähe auch nochmal unterstützen kann. Ja, weil da geht es nicht nur um, also da geht es mir wirklich nicht nur um Übungen und um Umfragen und Ähnliches, sondern wie kann ich die Technik auch nochmal dafür nutzen, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, ich spreche mit dir. Vielleicht habe ich mich jetzt klarer ausgedrückt, ich weiß es nicht. Und ansonsten macht es nichts. Es ist trotzdem, also es ist sehr bereichernd. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich im falschen Film bin. Sehr gut. Ja, also ich glaube, was man zusammenfassend noch sagen kann, ist, David hat uns einfach viel gezeigt, was da möglich ist. Also wie man zum Beispiel mit einer externen Kamera irgendwo hin zeigen kann oder irgendetwas noch einmal in den Fokus rücken kann, wie man zum Beispiel ein Mikrofon auswählen kann, das wirklich dieses Näheempfinden unterstützt. Ich weiß nicht, David, ob du noch was ergänzen möchtest, aber wie man es dann wirklich einsetzt, ich glaube, das muss auch jede und jeder ein bisschen für sich entscheiden. Also wie das dann was sie da für eine Situation haben, wie sie gerne mit ihren Teilnehmenden umgehen. Da kennen sie ihre Teilnehmenden besser als wir. Ja, ich weiß nicht, David, vielleicht hast du da noch Ergänzungen oder noch Ideen dazu. Ich würd gerne ein bisschen mehr reinhören in die Gruppe, wenn wir uns die Zeit noch nehmen. Gerne. Ich hätte gern was dazu gesagt zum Thema soziale Nähe.
Bitte. Hört man mich? Ja, nein, gut, ja. Okay, ich habe jetzt nicht die tolle Ausstattung und bin auch eher low budget unterwegs. Ich finde es immer sehr nah, wenn es sehr lebendig ist. Ja? Also alle diese Dinge, die die Bewegung reinbringen, also wenn man sich mit der Kamera bewegt, man muss ja deswegen nicht schaukeln damit, aber das macht, also diese Bewegung auf etwas hin oder auf jemanden zu, auch wenn es nur simuliert ist, damit kann ich auch soziale Nähe simulieren. Ja. Im Grunde simulieren wir es ja nur, wir können uns ja nicht physisch aufeinander zubewegen. Und es wirkt authentisch, also damit habe ich gute Erfahrungen, ja, also weil immer brauche gar keine Technik, um mich sozusagen mehr in die Nähe von der Kamera zu bewegen, ja, oder mich davon zu entfernen, ja, da brauche ich ja einzig und allein nur meinen Körper und das kann ich eben didaktisch, methodisch halt einsetzen, das ist die Lowest-Budget-Version, mit der ich gute Erfahrungen habe. Ja. Das muss ich halt abschätzen, ja. Wie weit ist es angebracht, von der Kamera weg zu sein oder näher zur Kamera zu rücken. Und ich finde es näher simulierend, wenn es lebendig wird, indem man die Kamera oder eben den Körper vor der Kamera bewegt. Ja. Das finde ich dann lebendig, authentisch und damit komme ich gefühlsmäßig den Teilnehmenden näher. Genau, das ist eine nicht technische Komponente. Das ist sicher richtig, ja. Ich finde es auch total spannend, wie wir jetzt auf einmal in eine intensive Diskussion kommen. Also ich finde, das stellt auch ganz viel Näheempfinden her. Also wenn sich da viele zu Wort melden, ist das schon nah dran an einer richtigen Diskussion sozusagen. Ich habe noch eine Anmerkung. Ich habe vorher ganz viele Workshops gemacht mit Halbkreisen und dergleichen. Und da kann man natürlich ganz schnell mal zu jemandem hingehen oder dahin gehen oder dorthin gehen. Und war jetzt erstaunt über die ganzen Workshops. Ich habe ja jetzt im Zoom alle diese kleinen Videofenster vor Augen. Und ich sehe viel besser und schneller, ob jemand die Stirn runzelt oder schmunzelt oder nachdenklich wird. Und das nutze ich sofort, dass ich dann sage, Frau Kulmer, Sie lächeln gerade, macht Ihnen das Spaß oder wo sind Sie gerade unterwegs? Frau Pesserer guckt etwas, naja, kritisch, aber wie können wir das zusammenbringen? Wo sind Sie unterwegs? Sehe ich das falsch? Sehe ich das richtig? Habe ich das wahrgenommen oder nicht? Das heißt, ich spreche ganz viele Leute direkt an aufgrund der Mimik, weil die habe ich so direkt, wie ich sie sonst nie hatte. Da habe ich dann natürlich die Körperhaltung, ob sich jemand plötzlich zurücklehnt und aussteigt oder ob jemand intensiv aufschreibt. Aber die Mimik nutze ich intensiv und das macht total was. Also die Leute sagen, woher sehen Sie das? Also stimmt tatsächlich, ich habe gerade kritisch geguckt. Ich wusste noch gar nicht, dass ich einen kritischen Gedanken hatte und plötzlich kommen wir ganz schnell in eine Diskussion. Das macht Spaß, weil ich wirklich alle sozusagen so auf dem Screen habe. Das geht natürlich bei 40, 50 Leuten nicht, bei 100 auch nicht. Aber hier und da Leute persönlich anzusprechen, kommt richtig gut, weil die dann das Gefühl haben, wow, der sieht die anderen, die sieht mich vielleicht auch. Das heißt, man kann auch nicht abdriften. Also wenn einer abdriftet, dann sage ich auch, braucht man eine Pause oder wo sind Sie gerade unterwegs? Vielleicht ist das ein wichtiges Indiz für den Rest der Gruppe, vielleicht sind andere auch müde. Wie ist da gerade die Stimmung? Also ich nehme dann immer einzelne Feedbacks und arbeite damit. Das macht was. Genau. Das ist ganz richtig. Und heute war eben, aber es ist eh klar, war Konzentration auf die technischen Aspekte. Klar. Und ich tue das auch regelmäßig. Mhm. Genau das, was Sie gerade beschreiben. Ja, ich würde Karl-Heinz da auch zustimmen im kleinen Rahmen. Ich unterrichte jetzt seit circa einem halben Jahr Deutsch als Zweitsprache online und in den Gruppen, das sind so maximal 12 Leute, funktioniert das sehr gut über Zoom, diese persönliche Ansprache, ja, dass man sieht die Gesichtszüge viel deutlicher, man achtet höchstwahrscheinlich auch selber viel deutlicher drauf als im großen Klassenraum. Und die Teilnehmenden reagieren viel, viel bewusster oder erfreuter dann auf direkte Ansprache
als Folge ihrer Mimik, ja. Ich glaube einfach, weil sie auch viel bewusster wahrnehmen, dass man auf sie eingeht und das auch viel bewusster wahrnehmen, eben wenn das jetzt über so eine Internetplattform geht. Ne? Aber ich muss schon sagen, also wenn ich Sie höre, Frau Kling, und dann den David sprechen höre, dass Nähe über eine super Tonqualität einfach wahnsinnig schnell hergestellt ist, weil man über das Ohr und übers Hören einfach auch Nähe erzeugt. Und wenn ich mithöre, was unser Sohn in diesen virtuellen Sitzungen in der Schule sich auch, also mit den Ohren anhören muss, dann denke ich, man für ein gutes Mikro muss man jetzt nicht unbedingt Unsummen ausgeben. Und das erzeugt schon eine sehr wohlige, angenehme Atmosphäre, wenn derjenige, der mir Inhalte vermitteln muss, eine angenehme Stimme hat und ich damit ja schon auch ein Stück weit vielleicht mich geborgener fühle oder besser verstehen kann oder jemand näher an mir dran ist. Also ich bin ja ein Technik-Freak. Sorry. Wie kommt denn jetzt, ich spreche jetzt über meinen Hewlett-Packard Omen. Ich weiß nicht, wie meine Stimme rüberkommt. Geht das oder scheppert das? Nein, weil nein. Sie sagten im Vergleich zum David jetzt. Machen wir es. Drücken wir es sozial aus. Ja, ich kann natürlich jetzt technisch ausdrücken. Man könnte sagen, irgendwie Ihre Stimme hat nicht besonders viel oder Ihr Mikrofon überträgt nicht besonders viele Kilohertz. Ja. Ja. Hat keine tolle Auflösung oder so. Hm. Das wäre das Technische. Wenn wir es sozial ausdrücken, dann klingt es distanziert. Ja, danke. Das Feedback ist gut. Das ist der Punkt. Ja. Das ist der Punkt und das hat mit Technik zu tun. Ja, danke. Wenn ich vielleicht da noch ein bisschen zusammenfassen darf, was da im Chat noch kommt. Wir sind nämlich schon ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das, wenn ich jetzt noch nicht gleich abbreche. Es ist gerade sehr spannend. Genau, also da stimmen viele auch zu, schildern ihre eigenen Erfahrungen, sagen eben auch, dass auch digital sich die Nähe herstellen lässt, dass es natürlich ein bisschen eine andere Nähe ist. Gibt es auch die Tipps, ein zweiter Bildschirm kann wichtig sein, dass man eben alle in einem Meeting sich anzeigen lassen kann. Wenn sich die Teilnehmenden nicht überlagern, also so eine gewisse Etikette herrscht, dann ist das auch nähefördernd. Genau, dass es in großen Gruppen auch schwierig sein kann, wie in Präsenz ja das auch ähnlich ist, dass es also in großen Gruppen einfach schwierig ist, Nähe herzustellen. Und dann kam auch noch ein Hinweis auf WonderMe und das würde ich auch gerne noch herausgreifen. Das ist einfach eine Videokonferenzlösung, die diese Nähe in Kleingruppen auch fördern kann, indem man sich da frei durch den Raum bewegt. Vielleicht, David, sagst du noch ganz kurz etwas dazu. Also ich meine, informelle Kommunikation ist natürlich was Wesentliches für soziale Nähe. Also informelle Kommunikation ist das, was in Zwischenräumen, in den Pausen passiert, bevor irgendwas anfängt, während man vielleicht sucht den Seminarraum, wenn man in die Volkshochschule reingeht oder so. Und dann trifft man sich und begegnet sich und Zufall und irgendwie Nebengespräche. Und das ist eine ganz wichtige Frage, eine didaktische Frage auch, wie stellt man diese informelle Kommunikation in Online-Räumen her? Und da ist, also WonderMe ist also ein Tool dafür, dass das sehr gut abbildet, weil dort eben tatsächlich Nähe und Distanz abgebildet werden kann. Ich muss kurz ein Foto zeigen. Das ist WonderMe. Moment, jetzt kommt's. So sieht's aus. Ja, man kann also hier hat man die Gesprächskreise, die Personen, die stehen die, oder sitzen oder wie auch immer, befinden sich nah zusammen. Und dann öffnet sich ein Videomeeting zwischen denen, die nah zusammen sind. Und man sieht also auch schon, wer ist nah zusammen und mit wem würde ich gerne vielleicht in Kontakt treten und dann bewegt man sich zu der Person hin und kann miteinander sprechen. Und da gibt es also so einige solche Tools, die sowas abbilden. Ja, das ist nochmal ein weites Feld.
wie macht man Pausen und Informelles. Genau, und im Chat wird da schon angeboten von Christiane Carstensen, da gibt es einen öffentlichen Übungsraum für Wanda und wer mag, trifft sich gerne noch dort. Also das finde ich ein total spannendes Angebot, also danke dafür. Da gibt es die Möglichkeit, WanderMe live auszuprobieren, ganz spontan. Es gibt ein Tool, das noch eine Spur besser ist als WanderMe. Das ist relativ neu, das nennt sich Spatial Chat. Ja, schaut so aus. Das ist nochmal irgendwie hübscher und schneller. Also wer Lust hat, könnten wir auch dort hingehen. Aber Gathertown ist auch eine ganz tolle Sache. Ja, super. Also ich bedanke mich noch ganz herzlich an alle Tipps und an die ganz lebhafte Diskussion, die jetzt noch entstanden ist. Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, deswegen würde ich jetzt gerne den offiziellen Teil einmal abschließen, damit dann auch wirklich die eine Teilnahmebestätigung zum Beispiel haben möchten, die auch bekommen. Und ich gebe vielleicht da noch ganz kurz einmal meinen Bildschirm frei, da habe ich das nämlich zusammengefasst. Genau, also noch einmal herzlichen Dank fürs Dabeisein und fürs intensiv mitdiskutieren. Vielen, vielen Dank an David, dass du uns das heute gezeigt hast, wie du arbeitest. Wer eine Teilnahmebestätigung braucht, findet da den Link und eben auch bereits im Chat, also einfach auf den Link klicken und dann kurz ausfüllen. Sie bekommen die Bestätigung dann in den nächsten Tagen von uns zugeschickt. Wahrscheinlich wird es Anfang nächster Woche sein. Wenn es Unklarheiten gibt, schreiben Sie uns gern unter webtalk@erwachsenenbildung.at. Die Aufzeichnung kommt dann eben auch auf erwachsenenbildung.at unter DigiProf Neuigkeiten. Das habe ich da auch auf der Folie noch einmal drauf. Und füllen Sie gern auch unsere Feedback-Umfrage aus. Also gerade wenn Sie irgendwie Ideen haben oder Anregungen für uns, was wir besser machen können, welche Themen wir in Zukunft aufgreifen können, dann freuen wir uns da sehr über das Feedback. Und ganz zum Schluss darf ich noch hinweisen auf unsere Digi-News. Die erscheinen 4-mal im Jahr, also circa 1-mal im Quartal. Die können Sie gerne abonnieren und dann eben über weitere Digi-Talks informiert sein. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei allen fürs Dabeisein und für die wirklich aktive Beteiligung und wünsche allen einen schönen Abend und bis bald. Thank you.